Aktion gibt, die mir bestimmt einen Daumen nach oben. The good old days, when the mama sang us to sleep, but now it's just yo Leute, was geht? Hier ist euer Freaking und heute mit heute ein Video. Und ja Jungs, ich muss schon jetzt lachen, obwohl das Video noch gar nicht angefangen hat. Nämlich, mein Freund hat mich so vor einer Stunde angeschrieben und hat gesagt so, yo Digga, weißt du, wer jetzt noch YouTube macht? Ich so, ja, wer denn, ne? Und dann meinte der so, ja, der Fette aus Maxi. So, hä, what the fuck, wen meinst du? Der aus deiner alten Klasse? Und ich so, nein. Dann gucke ich so auf YouTube nach und hab erstmal Desi gefunden. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht's nämlich darum, ob Marihuana legalisiert werden sollte oder nicht. Okay, fassen wir ganz kurz zusammen. Der 15- bis 16-jährige Oberkiffer Maxi, der meine alte Klasse ging, will mir erzählen, warum Marihuana legalisiert werden soll. Ach du Scheiße, das Video kann nur behindert werden, lass mal es kurz weiterlaufen. Jugendliche würden dann auch schlechter ans Gras kommen, weil es dann ja eben legal wäre und es in Geschäften erhältlich wäre und die Geschäfte müssen ja kontrollieren, ob der Konsument oder der Käufer über 18 ist. Du hast echt recht, ich meine, wenn es Marihuana legalisiert wird, werden alle Dealer nicht mehr dealen, sondern arbeiten gehen in Coffeeshops und werden den kleinen Kiddies kein Marihuana mehr verkaufen. Das ist doch das gleiche, wie wenn du auf einer 12-jährigen Geburtstagsfeier gehst und die da, keine Ahnung, 10 Wodis stehen haben. Die kriegen das Marihuana so oder so her, das macht doch keinen Sinn. Wenn ein Jugendlicher kiffen will, dann wird er schon irgendwie sein Gras herbekommen. Genauso wie das jetzt gerade irgendwie mit Alkohol ist. Ich meine, jeder 12-jährige Spaß kann Alkohol kaufen und wenn es dann legalisiert wird, mein Gott, dann fragt mir halt irgendeinen scheiß Penner auf der Straße, der dir dann schon in den Coffeeshop reinlatscht und dir Marihuana kauft. Also es macht null Sinn. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt nicht so dafür wäre, wenn man so Crystal Meth oder Heroin oder sowas legalisieren würde, weil das sind schon so heftige Drogen. Andererseits wäre es dann auch wieder besser, wenn man das von einem Geschäft kauft. Alter, vergleicht der gerade wirklich Marihuana mit Crystal Meth? Ich meine, das sind zwei verschiedene Welten, das kann man doch nicht vergleichen. Ich schaue mir das Video nicht mehr zu Ende an, das ist mir einfach viel zu blöd. Mal schauen, ob er einfach noch vielleicht bessere Videos auf seinem Kanal hat. Ich finde dieses Produkt super toll, es schmeckt einfach richtig gut und überhaupt nicht künstlich und so. Und ich probiere mal. Es schmeckt super gut, also kauft es unbedingt, ich bin super. Ich habe mein Video genießt. Das ist so lustig, für diese Aktion gibt die mir bestimmt einen Daumen nach oben. Ich habe komplett meine Hoffnung verloren. Also, falls ihr irgendwie auf Sexspielchen in der 5. Klasse steht oder auf Vorteile, wenn man auf dem Land aufwächst, dann könnt ihr wirklich mal bei Nanny Maxi vorbeigucken. So heißt nämlich der Kanal. Und ja. Ansonsten Leute, war es auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, würde es mich auch wirklich sehr freuen, wenn ihr den Abo-Button drücken könntet. Und ja, für einen neuen Teil vergewaltigt einfach so richtig den Like-Button. So ab 150 bis 200 Likes mache ich dann auch den nächsten Teil. Ja, das war's dann auch. Ich bin raus und ciao.